So, ich wünsche euch allen wieder einen schönen Tag. Das ist der dritte Teil unseres kleinen Zyklus zu Funktionen. Und heute werden wir ein bisschen über Bild und Urbild und über inverse Funktionen sprechen. Bild und Urbild sind Dinge, die man bekommt, wenn man Funktionen nicht nur auf Elemente einer Menge x anwendet, sondern auf ganze Teilmengen. Das Urbild ist die entsprechende inverse Bildung von Elementen, die auf eine Menge in y abgebildet werden. Hier sind die formalen Definitionen. Wenn m eine Teilmenge von x ist, dann ist die Bildmenge von m unter f definiert als die Menge aller Elemente von Y, die als Bild von Elementen von M angenommen werden, also einfach die Menge F von M, M aus M. Wenn N eine Teilmenge von Y ist, so definiert man ganz analog die Urbildmenge von N unter F als die Menge aller x, sodass f von x ein Element von n ist. Beide von diesen mengentheoretischen Operationen vertragen sich relativ gut mit mengentheoretischen Operationen wie Durchschnitt, Vereinigung und Komplement, mit dem einzigen Kaviat, dass die Bildmenge einige Eigenschaften hat, die nicht ganz so verträglich sind. Also das Bild eines Durchschnitts ist nur enthalten im Durchschnitt der Bilder und kann im Allgemeinen auch kleiner sein. So, ihr findet die Übungsaufgaben dazu in euren Übungsblättern, aber typischerweise bitten euch die Übungsaufgaben, solche Dinge nachzuweisen wie f hoch minus 1 von m1 Durchschnitt m2 ist gleich f hoch minus 1 von m1 Durchschnitt Urbild unter f von m2 etc. Und ich lege euch wirklich nahe, diese zu lösen. Kurze Bemerkungen noch zur Definition, bevor wir zu inversen Funktionen übergehen, sind, dass f surjektiv ist, genau dann, wenn die Bildmenge von ganz x unter f, man kann in dem Fall auch die Bildmenge von f sagen, die Menge y ist, weil dann jedes y aus y angenommen wird. F ist injektiv, wenn die Kardinalität von Urbildmengen von Punkten maximal 1 ist. Das sind Charakterisierungen von Surjektivität und Injektivität mit Hilfe von der Bild- und der Urbildbildung. Wir werden jetzt eine weitere Möglichkeit lernen, um Injektivität und Surjektivität zu charakterisieren, und das ist mit Hilfe von inversen Funktionen. Wir fangen mit einer Funktion f von x nach y an. Und wir fragen uns, wann wir diese Funktion unter Anführungszeichen invertieren können.
Invertieren bedeutet, dass man versucht, gewisse Gleichungen zu lösen. Und welche Gleichungen, die werden wir uns gleich anschauen. Zunächst einmal kann man sich fragen, ob es möglich ist, aus einem Bild jenes Element zu rekonstruieren, das darauf abgebildet wurde. Also ich versuche in dem Fall eine Funktion g zu finden, sodass g f von x gleich x ist. Das ist nicht immer möglich. Okay? Die Gleichung, die hier steht, wird auch oft ausgeschrieben als g f ist gleich die Identität auf x. Aber wie schon gesagt, eigentlich geht es darum, dass man sich überlegt, ob man aus dem Bildwert f von x den Punkt der Menge x, der auf dieses Bild abgebildet wurde, rekonstruieren kann durch eine Funktion g. Und dieses g f von x ist gleich idx. Man sagt dann, dass falls ein solches g existiert, g links invers zu f ist. Ganz parallel kann man sich überlegen, ob es möglich ist, für ein gegebenes y zumindest ein x zu konstruieren, das darauf abgebildet wird. Das bedeutet, die Gleichung f Ring h von y gleich y zu lösen. Also in dem Fall ist hier f Ring h gleich die Identität auf y und wir sagen, dass h ist rechtsinvers zu f. Gut, wenn x gleich y ist und f und wenn f sowohl links als auch rechtsinverse Funktionen besitzt, dann ist die linksinverse Funktion gleich der rechtsinversen Funktion und wir sagen, f ist invertierbar. Und schreiben g gleich h gleich f hoch minus 1 dafür. Das heißt, die inverse Funktion ist festgelegt dadurch, wenn sie existiert, dass f Ring f hoch minus 1 gleich f hoch minus 1 Ring f gleich der Identität auf x ist. Gut, nachdem wir jetzt kurz über die Notion von links- und rechtsinversen Funktionen geredet haben, wollen wir jetzt dazu übergehen, uns zu überlegen, wann es solche Funktionen gibt. Und hier ist der Satz dazu. F besitzt eine linksinverse Funktion
G genau dann, wenn F injektiv ist, F besitzt eine rechtsinverse Funktion H, genau dann, wenn F surjektiv ist, und F besitzt sowohl links als auch rechtsinverse Funktionen, G bzw. H, genau dann, wenn F bijektiv ist. Für den Beweis dieses Satzes ist es natürlich nur notwendig, die ersten zwei Bedingungen zu beweisen, weil die dritte folgt aus der Definition der Bijektivität. Und der Beweis ist ein bisschen lang, ich werde ihn deswegen nur skizzieren und ihr könnt das in eurem Buch oder in der Vorlesung genauer hören. Der Beweis sagt, dass, naja, zunächst einmal versuchen wir, eine Funktion g zu konstruieren, sodass g Ring f von x gleich x ist. Also, na, lass mich das anders machen. Gut, nochmal. Wir beginnen damit, die Injektivität vorauszusetzen. Für y in der Menge f von x, also in der Bildmenge von x, gibt es genau ein x mit f von x gleich y und wir definieren g von y gleich x. Für y, die nicht in der Bildmenge von x enthalten sind, wählen wir ein beliebiges x0 aus x und setzen g von y gleich x0. Die so definierte Funktion g erfüllt natürlich, was wir von ihr wollen. Sie erfüllt das G-Ring f von x, das ist g von f von x, gleich x ist. Wie wir es auf dem Komplement der Bildmenge festlegen, ist vollkommen unerheblich. Was wichtig ist, ist, dass wir auf der Bildmenge nur eine Wahl haben. Wir lösen ja tatsächlich die Gleichung, dass das Bildelement jenes Element, das darauf abgebildet wird, schon eindeutig festlegt. Also da wird die Injektivität ganz stark verwendet. Dass sie notwendig ist, sieht man, indem man die typische Gleichung, die man bei Injektivität in der Definition stehen hat, aufschreibt, f von x1 ist gleich f von x2, g darauf anwendet, und daraus schließt, dass x1 gleich x2 ist. Wie schon gesagt, ich habe jetzt nur kurz einmal skizziert, wie das für die Injektivität und die Existenz von Linksinversen geht.
Für Surjektivität und die Existenz von Rechtsinversen argumentiert man ganz ähnlich. Und ich lege euch nahe, das für euch selber zu überlegen. Auf jeden Fall haben wir an dieser Stelle schon die Bijektivität einer Funktion als die Existenz von links- und rechtsinversen Funktionen charakterisiert. Das ist das Letzte, was ich zu Funktionen erzählen wollte. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.